Hallöchen ihr Lieben, ich grüße euch, dich zu meinem Video. Heute haben wir den 25. September. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es darum, einfach ein bisschen reden, ein bisschen unterhalten. Und dann geht es hier um diese Babylauftücher. Das zeige ich euch gleich nochmal in richtig rum, sage ich mal, also richtig herum. Der richtigen Seite, damit ihr das auch schön lesen könnt. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gestern am Sonntag kam hier noch ein altes Video, was schon ein paar Wochen vorgedreht war, das Rezeptvideo. Und ja, genau, ab dieser Woche startet das wieder ganz normal, hoffe ich. Einfach, dass es auch so bleibt. Der eine Woche hat mir gut getan und gleichzeitig auch nicht. Ich habe euch vermisst, ich habe vermisst, die Videos für euch zu drehen. Aber in der Woche, wo ich ausgefallen bin, also bis auf die Shorts, privat, einfach, es ging nicht. Es ging nicht. Wir haben ein großes Problem. Es geht um mein Kind. Es geht um meine große Tochter. Ich kann hier nicht das Ganze nennen, noch nicht. Wenn das Ganze vorbei ist, geklärt ist, gerichtlich und, weil momentan sind Sachen einfach, ja, es ist zu viel passiert und ja, irgendwann kommt ein Thema dazu. Hab's Verständnis dafür. Und ich habe auch sehr, sehr nette und liebe Kommentare bekommen von euch. Erstmal auch dazu. Lieben, lieben Dank an euch. Also wirklich, es ist so viel wert. Es ist wirklich so, so viel wert. Ja, Dankeschön. Dankeschön für das Verständnis. Und ja, da war ich sehr gerührt und habe auch geweint, weil, ja, also ich weine immer, wenn es emotional wird. Genau. Und ja. Auf jeden Fall, diese Woche gibt es wieder Videos und Vlogs, weil sonst werde ich irre. Mit meinen Gedanken werde ich einfach irre, wenn ich mich nicht ablenke. Also ich habe jetzt schon, zeige ich euch im Vlog, habe ich schon die Küche umgestellt, ganz alleine mit meinem Kind, also mit Nikita, mit dem Großen. Weil ne, ich wusste einfach nicht, wohin mit meinen Gedanken in diesen vier Wänden. Ja. Deshalb einfach Videos, Videos, Videos produzieren, arbeiten, mit dem Kopf ablenken und. Es steht auch sehr, sehr viel an. Wir haben ganz viele Termine. Wir haben einige Feiern natürlich auch zwischendurch und. Und wir haben schon Herbst. Ne? Wir haben schon Herbst. Es ist auch sehr, sehr schön. Ich liebe Herbst. Ich liebe diese Farbwechsel von den Blättern und so weiter. Ne? Ja, und dann dachte ich, ich habe sonst nichts vorgedreht, nichts vorbereitet. Also ein bisschen auf dem Vlog, der kommt ja morgen für euch raus und das Video kommt auch heute für euch ganz frisch raus. Ja, was wollte ich? Ich wollte einmal zu den Tüchern sagen. Die habe ich ja jetzt getestet gehabt. Die zeige ich euch jetzt. Also, die ist auch noch voll. Wir haben einige nur davon rausgenommen. Das habe ich ja zum Probieren geholt. Babylove von DM. Ölpflegetücher. Und ich sag euch, die sind so trocken. Also, die sind schon ölig. Aber, ja, ist schon beim Reinigen. Ist halt sehr, sehr schwierig. Also, ihr seht, die sind trocken. Also, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass sie trocken sind. Ja, die sind, wenn ich jetzt so mehrmals mache, sieht man, dass meine Hand ölig ist. Ne? Also, das ist jetzt nichts gewesen. Also leider ein Reinfall und überhaupt nicht guter Produkt für mich persönlich. Ja, also jetzt eventuell vielleicht Gesicht oder irgendwo, vielleicht mal Hände, die sind dann halt ein bisschen ölig. Ne? Also Popo, einfach wenn das Kind jetzt keinen Stuhlgang hatte, sondern einfach so nur Pipi in den Windeln,
kann man eventuell auch ein bisschen reinigen, abwischen und sowas, aber jetzt, wenn ein Kind Großgeschäft erledigt hat, ist das meiner Meinung nach überhaupt nichts. Also, ich spreche nur von mir, von meiner Meinung, von meinem Kind und der Erfahrung einfach persönlich. Vielleicht findet der andere nur, ist gut, es ist ja auch, ist auch gut und ist akzeptabel auch überhaupt. Ne, wir sind ja auch dafür unterschiedliche Menschen. Dem einen gefällt das, der einem sagt es zu, dem anderen nicht. Und wie gesagt, ich habe das noch nie in meinem Leben probiert. Das habe ich zum ersten Mal bei meiner Schwägerin gesehen. Und ja, also mit Mandelöl, Salbeiextrakt ist das, ohne Alkohol. Ja, wie gesagt, und ich wollte es unbedingt probieren. Und jetzt, ja, nie wieder. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich die einfach jetzt komplett wegschmeißen tue. Oder ich lasse, wie gesagt, für, keine Ahnung, Kleinigkeiten irgendwie Gesicht oder so. Ich weiß jetzt nicht. Abputzen oder so. Aber so gehört das für mich persönlich in die Tonne. Also das wollte ich mal jetzt nicht fürs Aufbrauchvideo nutzen und warten, bis die Packung leer ist oder so. Sondern ja, einfach mal euch dazu jetzt die Info geben. Genau, wir haben das ja jetzt probiert. Ansonsten heute Morgen ging das schon stressig los. Wir sind aufgewacht. Ich habe die Jungs zur Schule fahren wollen. Ne? Und Nikita hat sich am Wochenende sehr stark verletzt am Daumen, als wir die Küche gemacht haben. Der hat das unvorsichtig gemacht. Ich habe ihm auch gesagt, pass auf, lass es lieber. Der Papa macht das, den Rest. Ne? Nee, ich mache das. Ich bin schon groß. Ich schaffe das. Er hat es auch geschafft, aber er hat ein bisschen nicht richtig mit einem Teil gearbeitet und da hat er sich geschnitten da dran. Und ja, ist alles gut, ist ja auch schon am Heilen. Wir haben das bis jetzt noch in Pflaster immer. Ich mache Jod, ich bearbeite das. Und heute Morgen wollte ich das für die Schule, auch vor der Schule, einfach nochmal sauber haben. Es war auch dreckige Pflaster. Es war so ein bisschen gelblich, eitrig nicht, aber ne, das hat er sauber gemacht und dann wollte ich halt, ne, habe ich mit Jod gemacht und wollte den Pflaster dran machen. Der eine Seite habe ich schon festgemacht und dann rutscht er mir runter. Also er greift an der Theke dran in der Küche und rutscht runter, Mama, mir ist nicht gut und fällt zum Boden. Ganz grau-schwarze, weiße Lippen, ganz blass. Ich renne vor Panik schnell zu meinem Mann und hole ihn runter. Habe dem Nikita dann aber auch ein Glas Wasser gegeben. Ihm ist immer noch schlecht. Habe ich ein bisschen Cola gegeben. Dann kam er so ein bisschen zu sich. Ein Stück Brot habe ich ihm gemacht, Füße hochgelagert und so weiter, dann auf dem Sofa. Ja, ihm ging das aber immer noch so übel und schlecht. Also der war richtig weggekickt, ne? So. Augen zu und so halt komischer Zustand. Der sagt, er kann sich auch nicht erinnern, wie er kurz abgeschaltet war. Also es war gruselig. Ich war so voll am Zittern. So, keine Ahnung, bei uns ist immer was los. Und ich bin schon sehr müde davon, dass es ständig was los ist. Also was heißt müde? Ich habe Angst um alle einfach. Und Sorgen. Ja, aber momentan, wie gesagt, ist für uns alle eine schwierige Situation. Wir haben auch eine professionelle Hilfe von der Seite und weil ohne werden wir es nicht schaffen. Genau, und deswegen, ja, keine Ahnung, ob das jetzt kreislaufmäßig war wegen dem Finger oder allgemein irgendwie. Weiß ich nicht. Also ich habe auch manchmal so Tage, wo es mir halt nicht so blendend geht und ja, so schwindelig und schlecht und so weiter, ne? Deshalb, ja, also auf jeden Fall habe ich Termine gemacht. Dann ist mein Mann ist auch krank. Also er hat sehr starke Rückenschmerzen. Da braucht er, glaube ich, auf jeden Fall wieder seine Rückenspritzen und ein bisschen schonen. Ich denke, der wird auch was zu Hause bleiben erstmal. Ja, auf jeden Fall, sie zwei sind jetzt zum Hausarzt und ich sitze hier und rede mit euch oder mache für euch ein Video. Und wir sind auch, ja, so ungefähr vor einer halben Stunde sind wir vom Kinderarzt gekommen. Anna und Leonie sind da gewesen
Weil Anna hustet seit, ja, über 8 Tage, ich weiß nicht, seitdem wir den Stress und mit Panik gekämpft haben, vor einer Woche, das ist dann auch so passiert. Also ich habe auch Husten entwickelt, so schleimig, so komisch, ich weiß nicht. Also ich wollte einfach, dass das Anna halt abgehört wird. Ich habe zwar hinten gehorcht, so, aber ja, ne, ich bin ja halt kein Arzt und deswegen, ja, Gott sei Dank ist Lunge frei, alles ist gut, Hals ist auch gut, bloß ist alles hier so verschleimt oben und es hat ja nichts an Medikamenten geholfen. Ich habe ja bei Apotheke alles Mögliche geholt, Abhusten, Reizhusten und und. Ja, und die Ärztin hat auch gemeint, die Schleimlöse wird nicht helfen. Nasentropfen oder Nasenspray eben damit arbeiten. Das holt er jetzt auch bei der Apotheke ab. Das heißt, sie hat uns Nasentropfen-Fiebersaft verschrieben, weil ich habe gesagt, wir haben, da bin ich mir nicht sicher, ne, lieber auf Vorsicht halber soll man da einen haben. Und ich nehme ja sehr selten ein Rezept irgendwie mit Medikamenten von Ärzte überhaupt. Kaufe ich immer selbst aus einem eigenen Geld. Und ja gut, ich bekäme da noch rezeptfrei für den Arseni und für Anna halt. Die anderen zwei sind ja schon drüber. Ne? Ab 14 oder 12 muss man ja schon selber auch zahlen. Ja, auf jeden Fall Fiebersaft und Nasenspray, das holt mein Mann gleich ab. Ja, die Leonie macht Mittagessen. Das sage ich dann euch im Vlog. Kurz. Na, ansonsten machen wir heute eigentlich nicht viel. Wir fangen unsere Woche ruhig an, verräumen die Sachen, die wir verräumen müssen und vielleicht nachher ein bisschen spazieren gehen, eventuell. Aber ansonsten einfach vorbereiten für diese Woche allgemein. Da stehen ja ab morgen viele Termine an. Ja, genau. Zum einen Termin bin ich sehr, sehr glücklich, wenn er wirklich schon jetzt diese Woche dran ist. Oh, das ist wegen dem Knie. Wegen unserem Knie, genau, wegen dem MRT. Da gibt es hier dieses Gespräch endlich. Weil unser Chirurg im Urlaub war. Ja, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Dennoch sind die Fragen einfach offen, weil das so, ja, so komisch ist, dass wir beide das gleiche Knie haben und beide im Prinzip gleiche Symptome. Bloß die Leonie schon seit längerer Zeit, ich ja jetzt ungefähr seit halbem Jahr, 5 Monate, ja, ungefähr so. Ja, ansonsten, ich denke mal, ich habe alles euch erzählt. Ja, genau, morgen kommt ein Vlog für euch. Mittwoch Action, Donnerstag DM, Freitag werde ich gucken, was da noch so auf dem Plan steht. Ganz schön spontan, Samstag dann wieder Vlog und Sonntag dann auch immer. Also mal schauen zum irgendwas. Entweder Vlog auch nochmal oder sonst wie. Wir schauen mal. Also genau, ich muss auch viel einkaufen. Ich fahre nochmal nach Holland. Da muss ich einiges besorgen. Vor allem für die Feier. Ja. Genau. Müssen wir mal gucken. Ich muss gucken auch, ob ich da vloggen kann. Oder zumindest, ja, so ein bisschen. Das Essen. Also, wir haben gestern geguckt schon in der App, der Familien-App. Die haben schon wohl Catering gefunden, die das Essen liefern. Das waren drei, glaube ich, verschiedene Fleischsorten. Hähnchen, Poten und Rind, meine ich. Ich bin mir da nicht sicher. Und halt so geschnetzeltes Spätzle, oder irgendeine andere Nudeln. Rahmkartoffel oder irgendwie sowas. Ich bin mir auch da jetzt nicht so ganz sicher im Kopf mehr. Ich vergesse auch momentan voll vieles. Wie gesagt, weil mein Kopf total anders tickt, anders funktioniert momentan. Ich
Ich bin froh, wenn ich auf andere Gedanken umzwischen kann, so woanders sein kann und nicht nur in meiner Vision. Ja, auf jeden Fall. Und dazu natürlich im Vlog erzähle euch, warum, weshalb ich wieder schwarz bin. Das kann ich aber auch eigentlich hier nochmal sagen, der mich natürlich schon ganz lange kennt. Das heißt, ungefähr 3 Jahre mache ich YouTube so stark, ne? 2 Jahre auf jeden Fall, nee, 2 Jahre. 2 Jahre, weil Anna war ungefähr einige Monate, ich weiß nicht wie viel, dann habe ich so intensiv angefangen. Ja, auf jeden Fall, der mich schon so lange kennt. Xenia wechselt unheimlich viel und oft die Haarfarbe. Ich will mich da auch nicht gut rausreden und sagen, wow, klar, ich mache das voll cool und easy. Ich hasse diese Situation, dass ich das mache, aber ich mache das. Ich weiß auch nicht warum. Ich liebe das so. Hi, mein Schatz. Ich liebe das so. Baltiki, ja. Ich liebe das, ja, zu wechseln, was weiß ich. Auf jeden Fall, was ich jetzt verstanden habe, ich darf auf gar keinen Fall, ob ich das möchte oder nicht, mehr zum Blond wechseln. Das ist Tuch, willst du das haben? Weil eben ich meine Haare so kaputt gemacht habe. Ich habe sie so gut hinbekommen. Die waren so gut. Und so lang. Ich meine, die sind noch sehr. Die sind noch lang genug. Ungefähr, ja, bis hierhin. Aber die Spitzen, ich habe sie auch jetzt nochmal gekürzt, ne? Stufig gemacht, gekürzt, das schlecht und verbrannte abgeschnitten, aber ich merke gerade, nach dem Glätten habe ich da noch ein paar Stellen, die ich korrigieren muss und das werde ich heute machen, bevor ich die Haare wasche. Da habe ich noch ein paar kleine Stellen, ansonsten ist es ja, sehr gut und fühlt sich auch direkt super an, das Schwarze, also ne, das Blonde. Ich habe zwar viel mit Masken gearbeitet und viel mit Pflege gearbeitet, aber da musst du echt sau, sau viel in die Haare mit rein. Und trotzdem, das sah halt nicht so gesund aus. Ja, aber das ist die Xenia. Ich weiß, ich werde irgendwann mal bestimmt eine Glatze haben. Also. Aber zum Glück gibt es Perücken und sonst was noch. Natürlich will ich mein eigenes Haar auf dem Kopf haben. Und auch mein Mann hat geschimpft, hat richtig geschimpft mit mir und hat gesagt, ich schmeiß weg, wenn ich blond sehe, schmeiß ich weg. Du wirst blond nicht mehr sein. Schwarz ist wunderschön. Also Naturbraun und sowas. Ich habe auch normalerweise von L'Oreal so eine schöne Haarfarbe gekauft. Neue, so eine helle. Das blende ich euch hier ein. Ich hoffe, ich finde das. Ich meine, ja, falls ich nicht vergesse, blende ich das hier gleich ein. Auf jeden Fall habe ich die gekauft. Aber ich habe eins übersehen, dass ich zu viel Lila in meinem Haar hatte. Ich habe die Haarfarbe aufgetragen. Alles war schön und gut. Mein Ansatz, der schon so rausgewachsen ist, war top. Geil, Farbe, natürlich. Total natürlich. Aber der Rest war grün. Das war kackgrün, wie auf der Blume hier auf dem Stiel. So komisches Grün. Und dann habe ich da gestanden, Geschäfte waren zu. Ich dachte, ja, Xenia, was machst du jetzt? Ich kann dich so selbst nicht im Spiegel anschauen. Also, du warst schon alles, aber in der Farbe noch nicht. Das ist nicht deine Farbe. Ja, Xenia hat dann direkt überlegt. Ich hatte noch von der Augenbraue die schwarze Haarfarbe übrig. War nicht viel da, aber ich habe ganz viel Haarspülung reingetan und sowas, was ich hatte. Und ja, das ist doch ganz gut geworden. Also auf jeden Fall wieder dunkel. Das dazu. Ja, ansonsten freue ich mich auch ganz riesig, wenn die Verlosung vorbei ist, wenn der Gewinner gezogen ist, dann das ist alles, machen wir das dann nächste Woche. Genau. Darauf freue ich mich schon. Ja, jetzt habe ich euch ganz, ganz viel zugelabert, zugeplappert, zugeredet.
aber ich habe euch vermisst. Und ich glaube, ich habe soweit alles euch erzählt, genau. Ja, nicht alles, aber ich meine, mit einigen, die ich privat schreibe, den Leuten, denen ich wirklich Vertrauen habe, die wissen auch, was los ist bei uns. Aber wir versuchen, unseren Alltag zu meistern, nach vorne zu schauen und abzuschalten, weiterzuleben. Ja, das Beste draus machen. Und ja, wird schon mit Gottes Hilfe, wird schon später jeden Tag einfach. Und ich bin so ein Mensch, ich würde so, so gerne mit euch hier öffentlich reden. Sehr, sehr, sehr stark. Aber das kann ich erst, wenn die Sache gerichtlich und so weiter vorbei ist. Das dauert halt eben. Mal gucken. Vielleicht werde ich auch euch Step by Step so ein bisschen mitnehmen und erzählen, weil ich finde, es betrifft viele Menschen in der Welt. Und deswegen, ja, viele, viele Menschen, Frauen, Mädchen, Jungs, weiß ich nicht, aber die meisten, ne? So, ja, Entschuldigung, ich will auch hier nicht so durcheinander reden und euch auf so Gedanken bringen, das ist auch blöd. Eigentlich sowas mag ich auch nicht. Wenn man schon angefangen, dann erzählt man auch. Aber ich kann wirklich jetzt gerade gar nicht so offen darüber reden. Ja, deswegen, was ich gemerkt habe, ich habe gar nicht herbstlich dekoriert. Ich weiß nicht warum. Also ich habe einige Dekorationen, aber das ist nur ein paar Kerzen, ein paar Blätter oder hier in der Ecke meine Kanne halt, die hier auch schon so durcheinander steht. Ja, und sonst irgendwie nicht. Ich liebe eher so Weihnachten auf jeden Fall. Für Weihnachten habe ich dieses Jahr mega, mega viel. Aber Herbst irgendwie gar nicht. Ja, naja, egal. Wir haben jetzt 22 Minuten, 23. Oh Gott. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuhören. Dankeschön, dass es euch gibt. Und ja, freue mich natürlich über eure Däumchen nach oben, über eure Kommentare sowieso. Herzlich willkommen. Ja, freue mich auf eure lieben Kommentare wie immer. Und natürlich gerne würde ich mich freuen, wenn ihr abonnieren würdet, wenn ihr unseren Kanal uns mit einem Abo unterstützen würde, das wäre echt mega, mega stark. Ich meine, wir sind schon so viele geworden. Jetzt auf YouTube zeigt er aktuell 100, also 1120, aber durch die YouTube Studio sind das 1126. Und ja, also vielen, vielen Dank. Aber es gucken immer noch so viele, einfach ohne ein Abo dazulassen. Also ich wäre euch wirklich mega, mega dankbar, wenn ihr aufs Abonnieren drücken würdet und natürlich auf die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft meine Videos nicht verpassen tut. Ja, fühlt euch aber auf jeden Fall, ich möchte hier zu niemanden zwingen, auf gar keinen Fall. Es ist große Unterstützung für uns und das Schöne für euch, es kostet euch gar nichts, tatsächlich nur einen Drücker auf den Knopf und das war's. Ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Wochenstart, eine wunderschöne Woche, positive Energie. Ja, willst du essen? Willst du Gummibärchen? Komm, Mama macht auf. So. Und bis morgen, bis zum neuen Video, eure Xenia. Tschüss. Tschüss.